Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute beginnt das LlamaRama-Event und das ist ja die Kooperation zwischen Rocket League, was jetzt auch ein kostenloses Spiel im Epic Games Store geworden ist, und Fortnite. Dementsprechend gibt es natürlich für beide Seiten immer gewisse Belohnungen. Das Wichtige ist allerdings, um das Ganze freischalten zu können bzw. spielen zu können, muss man sich natürlich erstmal Rocket League holen. Und zwar muss man, um das Ganze freizuschalten, einmal in den Epic Games Store gehen, dann einmal auf Rocket League klicken, müsste zurzeit auch immer ganz oben stehen auf der Seite, und dann muss man einmal nur hier unten auf diesen kleinen Button klicken. Sich das Ganze holen, ist wirklich komplett kostenlos, ihr müsst dafür keinen Cent bezahlen und dann habt ihr das Spiel schon direkt. Ihr müsst es dann nur noch einmal installieren, ist irgendwie so 8 bis 10 GB groß, also jetzt auch nicht wirklich das absolut größte Spiel, sollte auf jeden Fall noch irgendwo auf der Festplatte Platz sein. Wenn das Game dann installiert habt, müsst ihr eigentlich auch nichts weiteres mehr machen, ihr könnt dann eigentlich schon direkt alle Challenges abschließen, und um die Challenges zu sehen, könnt ihr euch entweder einmal den Blogpost von Epic Games anschauen, dort gibt es nämlich einmal eine Übersicht zu allen Belohnungen. Diese 5 Challenges sind nur alle, die relevant sind für Fortnite. Das heißt, nur mit diesen Challenges bekommt man auch etwas in Fortnite. Zusätzlich dazu gibt es noch ein paar weitere Challenges in Rocket League selbst. Und um die anzuschauen, muss man einmal hier auf View Challenges gehen. Dann einmal hier aufs LlamaRama Event. Das geht auch noch 15 Tage, das heißt bis zum 12. Oktober. Und hier sind eben halt wirklich nur die ersten 5 Challenges relevant. Die weiteren dahinter, die sind nur Rocket League Belohnungen. Das heißt, die braucht ihr immer nicht, um in Fortnite irgendwas freizuschalten. Und das Wichtige ist auch, dass die Challenges im Prinzip immer aufeinander aufbauen. Das heißt, man braucht diesen Reward eben halt, um die nächste Challenge zu machen, dann braucht man diesen Reward, um die Challenge zu machen und so weiter. Ich werde euch jetzt gleich auch nochmal zeigen, wie man das Ganze abschließen kann, und außerdem gibt es auch noch eine kleine Neuigkeit in Fortnite, dort gibt es nämlich eine neue POI, das werden wir uns allerdings später dann nochmal anschauen. Als erstes schauen wir uns jetzt allerdings mal an, was die ganze Belohnungen sind, und zwar bekommt man bei der ersten Belohnung eben halt für Fortnite das Rocket League Spray, ist erstmal nicht so interessant. Danach bekommt man eine Contrail, das ist dieses Contrail, danach bekommt man ein Emoticon, das müsste wahrscheinlich dieses hier sein, mit dieser gelben Umrandung. Danach bekommt man noch einen Music Track, hier den da oben, und dann bekommt man als letztes noch zusätzlich dazu eine Backbling, eben halt in diesen beiden Stil-Varianten, die man bekommen kann. Auf jeden Fall hier ganz gute Belohnung, die man immer bekommen kann. Zusätzlich dazu natürlich die ganze Belohnung natürlich auch für Rocket League immer. Und um das Ganze jetzt abzuschließen, muss man natürlich in Rocket League drin sein. Für die erste Challenge muss man nämlich einmal ein Online-Match spielen, dazu ist das der Spielmodus egal. Das heißt, ihr müsst einfach irgendein Casual Competitive oder ein Extra-Mode Spiel spielen, beziehungsweise Competitive geht ja nicht mal, weil ihr eben halt nicht Level 10 sein werdet, und man kann immer Competitive nur spielen, wenn man schon Level 10 ist. Genauso natürlich auch bei den Extra-Modes, dort muss man auch erstmal Level 10 sein, das heißt, ihr könnt am Anfang, solange ihr das Spiel immer noch nicht gespielt habt, erstmal nur Casual spielen. Wenn ihr das dann abgeschlossen habt, dann bekommt ihr eine kleine Belohnung, die müsst ihr euch, glaube ich, erstmal claimen, das heißt, ihr müsst dann immer in eurem Menü gehen, wie hier zum Beispiel bei diesen Challenges, das Ganze dann claimen, sonst funktioniert das nicht, das heißt, ihr müsstet hierbei dann eben halt hierauf gehen und dann hier auf Claim klicken. Das heißt, es wird nicht automatisch gemacht. Erst am 12. Oktober werden euch die Belohnungen dann automatisch hinzugefügt. Das heißt, dort müsstet ihr dann nicht nochmal extra auf Claim klicken. Allerdings, um natürlich alle anderen Challenges zu machen, müsst ihr so oder so erstmal auf Claim gedrückt haben. Und um das Ganze dann auszuwählen, müsst ihr einmal in eure Garage gehen, auf Customize Car gehen, und beim ersten bekommt man eben halt eine Antenne. Die findet man hier unter diesem Symbol. Und dann müsste das hier irgendwo dann verfügbar sein. Das heißt, ihr müsstet das dann irgendwo hier in diesem Menü sehen können. Wenn ihr diese Antenne dann ausgerüstet habt, müsst ihr direkt wieder ein weiteres Spiel spielen, und zwar dieses Mal eine Casual Match. Da müsst ihr auch das Ganze nicht nur spielen, sondern auch gewinnen. Was ihr da letztendlich spielt, ist auch wieder egal. Ich hätte euch empfohlen 3 Worth 3 und 2 Worth 2. Dann habt ihr nämlich auch notfalls noch ein Teammate, der euch durchcarren kann. Und zurzeit seht ihr es auf jeden Fall, 851.000 Spieler sind online. Dementsprechend hat man da auf jeden Fall genug Leute, die man schnell finden kann. Und vor allen Dingen sind ein Großteil dieser Spieler natürlich Spieler, die vielleicht nur Fortnite gespielt hatten oder eben halt niemals zuvor Rocket League gespielt hatten. Dementsprechend werden die auf jeden Fall auch nicht ganz so gut sein. Das heißt, ihr werdet deutlich leichter die Chance haben, das Ganze zu gewinnen. Wenn ihr das Match dann gewonnen habt, dann bekommt ihr einen Top-Lama-Topper. Da müsst ihr dann wieder in eure Garage gehen, einmal in eure Topper gehen. Das ist dann hier. Dort müsste das dann hier neben sein. Das bekommt man im Prinzip genauso oben einmal drauf. Damit müsst ihr dann 5 Tore machen, 5-mal ein Tor safen. Das heißt im Prinzip, dass wenn ein Torschuss gemacht wird, müsst ihr das Ganze dann blocken. Oder ihr müsst ein Assist machen. Assists gehen natürlich logischerweise nur in Duos, Trios oder Squads. Das heißt, das könnt ihr am leichtesten dann immer auch wieder in diesen Matches machen. Solo ist da, glaube ich, für alle Challenges immer das Schwierigste. Wenn ihr das dann abgeschlossen habt, bekommt ihr das Loot Llama Octane Decal. Und die Decals, die befinden sich hier an der linken Seite. Das ist im Prinzip so das Muster. Und das muss man eben halt auch einmal auswählen. Und wenn man das dann gemacht hat, muss man tatsächlich 5 Online-Matches spielen. Das heißt, es reicht nicht nur ein.
Online-Match und ihr müsst eben halt alle 5 Matches gewinnen. In welcher Reihenfolge ist egal. Das heißt, ihr könnt auch zwischendurch Spiele verlieren. Wichtig ist, dass ihr insgesamt 5 Online-Matches gewinnt. Die Playlist ist dann auch wieder egal. Das heißt, ihr habt dann vielleicht sogar schon Extra-Modes oder Competitive freigeschaltet. Dort wird es dann natürlich aber etwas schwieriger. 5 Matches insgesamt, dann bekommt ihr die Llama Wheels. Um die Llama Wheels auszuwählen, müsst ihr einmal wieder in eure Garage gehen und dann einmal hier auf die Reifen klicken und diese haben dann im Prinzip so einen Llama-Look. Dann, wenn ihr das ausgewählt habt, müsst ihr MVP werden in irgendeinem Online-Match. Das heißt, es ist auch wieder egal, in welcher Playlist ihr das Ganze spielt. Um MVP zu werden, müsst ihr, glaube ich, nur der Spieler mit den meisten Punkten sein. Ich glaube, das wird man irgendwann automatisch erhalten. Muss dann jetzt nicht unbedingt drauf setzen. Spielt ein paar Runden und dann sollte man es irgendwann auf jeden Fall automatisch bekommen. Und ich glaube, vor allen Dingen, wenn sein Mate 0 Punkte hat, dann bekommt man auf jeden Fall immer MVP. Das heißt, das wäre auf jeden Fall der leichteste Match. Wenn ihr beispielsweise immer einen Mate habt, mit dem ihr dann im Prinzip Duo spielen wollt, dann könnt ihr das machen. Wenn er dann lief, dann wird ein Bot gespawnt und ich glaube, dann habt ihr automatisch den MVP-Status und dann sollte es auf jeden Fall easy gewonnen sein. Dann seid ihr auf jeden Fall fertig. Ihr bekommt noch ein paar Belohnungen für Rocket League. Die braucht ihr allerdings für keine weiteren Challenges mehr. Ihr könnt das Ganze natürlich immer wieder spielen. Das Ganze wird für immer jetzt kostenlos sein. Um in Fortnite dann eure Belohnung zu bekommen, müsst ihr letztendlich nichts machen. Das heißt, ihr bekommt die ganz automatisch. Wie ich es ja am Anfang schon angesprochen hatte, gibt es natürlich auch neue Sachen in Fortnite. Und zwar gibt es unter anderem eine neue POI und ein neues Auto, das eben halt im Rocket League-Stil ist. Das werden wir uns jetzt erstmal gemeinsam anschauen. Ansonsten gibt es aber keine Challenges in Fortnite, womit man eben halt Rocket League-Items oder so freischalten kann. Ich finde, der neue Ort wurde auf jeden Fall sehr, sehr gut integriert. Und zwar ist das hier dieses nette Aussichtgebäude hier am Rand der Karte neben Holly Hatches. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar kleine Änderungen. Unter anderem steht hier einmal dieses Rocket League-Auto. Kann man jetzt leider einmal nicht in Fortnite sehen. Dafür müssen wir uns das Ganze einmal im Browser anschauen, denn wie gesagt, im Replay-Mode werden die Autos leider nicht gerendert. Auf jeden Fall sieht das neue Auto so aus. Ist im Prinzip nur eine andere Version des Whiplash. Ich glaube, es ist sogar etwas schneller als der normale Whiplash. Ansonsten gibt es so ein paar weitere Dinge, die hier an Rocket League angelehnt sind. Beispielsweise hier einmal den Pokal, natürlich ein Rocket League Poster. Dann gibt es hier unten auch noch ein Rocket League Poster. Dann einmal beispielsweise hier auch noch ein Bild von Rocket League. Hier unten gibt es einen Ball natürlich, auch passend zu Rocket League. Und dann gibt es hier oben auch nochmal weitere Statuen und so. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und das war soweit alles zum Llama Rum Event. Falls noch irgendwelche weiteren Sachen kommen sollten, werde ich euch natürlich auf jeden Fall darüber informieren. Und wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Leute.